Moinsen Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Kingdom Come Deliverance. Wir wollen hier dem, wie heißt er nochmal, Holbar helfen. Wir müssen jetzt einige Sachen besorgen. Darunter müssen wir aber auch erstmal nach Überlebenden suchen natürlich. Und dem verletzten Mann zwei Verbände bringen. Das versuchen wir mal zu machen. Wir gehen als erstes, versuchen wir zu dem B da oben zu kommen. Das B ist, sind die Bergbauanlagen. Und da sollen wir nach Überlebenden suchen. Geben unser Bestes. Irgendwo da hinten liegt unser Bruder. Leider tot. Das hier ist auch alles nur noch ein Schatten. Neue Stufe erreicht. Vitalität. Ja, sehr schick. Vitalität kann man immer so brauchen und Stufenaufstieg ist ja ohnehin nichts Schlechtes. Wow. Also manchmal springt der Charakter hier, ist jetzt egal ob es Theresa ist oder Heinrich ist, liegt ziemlich komisch. So, ich bin mal gespannt, ob wir direkt am Anfang in den Bergbauanlagen auf Überlebende treffen oder nicht. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass da nicht überall welche anzutreffen sind. Neue Stufe erreicht. Hauptstufe. Kann ich da eigentlich irgendwas machen? Spieler? Hauptstufe 5. Okay. Kann ich das hier irgendwie verbessern? Naja. Gucken wir uns ein anderes Mal an. Steinpilz, jo. Sehen wir auch noch mal besser, die Burg ist komplett abgebrannt. Ist denn hier irgendwo Heinrich schon zu sehen? Heinrich ist ja immerhin auch am Weg hierhin. Jetzt soweit nicht sehen. Naja. Vielleicht ist er schon da. Müssen wir mal gucken. Wir müssen ja sowieso hinter der Palisade nach nach Überlebenden gucken. Können wir dann gleich mal checken, ob er vielleicht schon in der Stadt ist. Upsala, ich befürchte, je weiter entlang gehe, weil ich muss ja irgendwo hier runter, dass ich dann sterben werde und den ganzen Weg nochmal laufen muss. Ich hoffe, ich komme hier hinten irgendwo den Bergbauanlagen runter, ohne mir was zu brechen. Das wäre schon schön. Nur wie ich mein Glück kenne, wird das nicht der Fall sein. Aber ich bin jetzt mal vorsichtig optimistisch, weil ich bin gleich da. Wenn hier oben tatsächlich irgendwo dran kann. Und ich hoffe nicht, dass ich vielleicht irgendwo in den Bergbauanlagen oder irgendwo anders Gegner verstecken. Ah, hier sind Bergbauanlagen. Weil sie vor dem Unwetter Zuflucht gesucht haben. Hier möchten sie nicht rein. Hier habe ich ja den anderen mit dem Pfeil und Bogen getötet. Hier will sie nicht rein, sondern noch ein bisschen weiter. Ach, bei den Bergbauanlagen, nicht bei den Bergbauschächten, okay. Das heißt, unten hier beim, bei dem Bergarbeiterdorf oder was soll das dann sein? Also hier? Hoffentlich. Und hier ist das auch keine schlechte Entscheidung, hier hinzugehen. Da vorne bin ich geflohen. Eine der letzten Folgen. In unserer Heimat. Hier ist B. Hier soll ich nach Überlebenden suchen. Vielleicht finde ich ja welche. Wir suchen einfach alles ab, was wir absuchen können. Hallo? Aber keiner. Von wo bis wo ist denn das Gebiet eigentlich? Help! Help! Help!
Jetzt hast du was gefunden, oder wen? Ha? Das knacken, oder was? Ach du meine Güte, das gibt doch nie was. Das knacken fehlgeschlagen. Natürlich, was auch sonst. Da singt doch jemand. Entriegelt. Eine Fackel. Wow. Das ist ein Gegner? Hallo? Oh nö. Na, komm. Geh drauf. Jawohl. Das war jetzt auch schon wieder was. Das hätte ich mir auch sparen können. Ein Verband auf jeden Fall nehme ich mit. Dann brauchen wir nämlich zwei. Ich glaube, hier gab es mal einen Überlebenden. Hallo? Oh! Hallo, Jarmila! Jarmila, was machst du noch hier? Warum bist du nicht wie die anderen geflohen? Ich kann nicht. Irgendwo treibt sich einer dieser Bastarde herum. Was? Wo hast du ihn gesehen? Das Heer ist doch schon weitergezogen. Ich bin gerade getötet. Er muss ein Deserteur sein. Und jetzt sucht er hier nach Dingen, die er stehlen kann. Er schien auch ziemlich betrunken zu sein. Du musst mir helfen. Kümmere dich um ihn, sonst werde ich hier sterben. Na Quatsch, der Deserteur ist doch schon tot. Hat denn sonst noch jemand überlebt? Weißt du, ob sonst noch jemand überlebt hat? Nein. Weiß nicht, Theresa. Wilhelm ist tot. Er lief davon, doch sie hatten Pferde und... Lass gut sein, Jarmila. Ich verstehe schon. Vater, Stebor und Samuel. Sie haben es auch nicht geschafft. Ich bin jetzt ganz allein. Oh, du Ärmste. Wie kann Gott das nur zulassen? Übrigens, der Deserteur ist tot. Hab keine Angst mehr. Der Deserteur ist Geschichte. Oh Gottlob, ich dachte schon, ich komme hier nicht lebend weg. Hab Dank, Theresa. Ohne deine Hilfe wäre ich jetzt bestimmt schon tot. Ist schon gut. Geh nach Thalmberg und sag den Menschen dort, was passiert ist. Ich sehe nach, ob sonst noch jemand überlebt hat. Okay, ihr konnte ich helfen. Sehr gut. Oh nein. Der arme Hund. Barbaren. So, als nächstes gehe ich zu D. Zum Wald. Gucke dort mal nach. Was für die Leute tun kann. Ob da überhaupt noch jemand ist. Weiß ich ja auch nicht. Einen Verband haben wir jetzt schon mal gefunden. Das ist schon mal sehr gut. Wir brauchen noch einen, Freunde. Mich hier waschen, wenigstens. Nein, schade. Schloss knacken. Oh Gott, geb mein Bestes. Das jetzt nochmal. Ah, fehlgeschlagen, okay. Okay, fehlgeschlagen, ich habe keine Dietriche mehr. Schade. Ah ja, hätte ja klappen können. Ein Versuch war es wert. Ich weiß nicht, ob es da noch eine bestimmte Technik gibt, die ich bisher einfach nur noch nicht verstanden habe. Oder ob das Schlossknacken hier in dem Spiel nicht so einfach ist. Ich würde natürlich eigentlich erstmal auf Ersteres tendieren. Weil bisher habe ich nur versucht, leichte Schlösser zu knacken. Was ist hier los? Wer klopft hier?
so. Oh, ich dachte schon, das wäre jemand, aber das ist nur die, das Wasserrad, was sich dreht. Und hier hat der Spitzer irgendwas gefunden, oder was? Ja. Tut mir leid, Spitzer, ich komme hier nicht hoch. Moment. Jetzt. Ja, bitte? Hast du Besonderes gefunden, Spitzer? Ja? Ich folge dir. Ah, hier, ja. Leider habe ich keine Dietriche mehr. Schade, es tut mir leid, aber danke für die Fährte, Spitzer. Ja, ich weiß. Spitzer, komm. So, ich dürfte jetzt so ziemlich am Rand sein, genau. Wollen wir doch mal gucken, ob wir hier jemanden finden können. Hier oben vielleicht. So. Ist hier jemand? Nee, hier ist niemand. Ja, das ist... So, wieder eine Truhe. Ja, ich weiß. Du machst das ganz schön brav. Ich muss dich jetzt erstmal loben. Nein! Loben. Feiner Hund. So ist's recht. So. Was hast du denn jetzt auch gefunden, Spitzer? Ja? Hast du jemanden gefunden? Und jemanden die Fährte aufgenommen? Ja, was hast du denn hier? Ein Nest? Gott, nee. Lass mal stecken. Mein Nest brauche ich, möchte ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so kümmern. Sondern eher nach Überlebenden suchen. Wohl hoffentlich Überlebenden, besser gesagt. Carina, hab keine Angst, ich bin's, Maros. Was? Wo? Wo ist hier jemand? Hab keine Angst, ich bin's, Maros. Hier unten? Ach da. Böse? Hallo? Pavlina, hab keine Angst, ich bin's, Marosch! Hallo, Marosch! Bist du verrückt, nicht so laut? Ich muss doch Pavlina finden. Als wir in der Nacht flohen, war sie plötzlich weg. Hier ist es noch nicht sicher. Wenn du so schreist, riskierst du dein Leben. Aber ich muss sie finden. Ohne sie gehe ich nicht. Hilfst du mir? Wo hast du sie denn als letztes gesehen? Wo hast du sie zuletzt gesehen? Hier im Wald. Wir versteckten uns vor den Heiden. Ich dachte, hier wären wir sicher, doch als es dunkel wurde, kamen sie. Plötzlich standen sie hinter uns. Sie waren wohl genauso überrascht wie wir. Wir rannten sogleich los. Es war schrecklich. Ein Pfeil flog knapp an mir vorbei. Ich dachte, ich sterbe. Ich rannte und rannte. Und plötzlich war ich allein. Die Heiden waren fort. Aber Pavlina auch. Ich muss sie finden. Wie ist denn Pavlina überhaupt gekleidet? Was hat Pavlina an? Was sie immer anhat. Ein blaues Kleid und ein Tuch auf dem Kopf. Okay. Aber hier herumzuschreien ist gefährlich. Sei besser nicht so laut. Vielleicht sind hier noch Heiden in der Nähe. Aber ich muss Pavlina finden. Ich muss ihr helfen. Ja. Ist okay, nur das Ganze so ein bisschen leiser, wenn ich bin da. Pavlina, hab keine Angst, ich bin's, Maros. Nicht so brüllen, Alter. Oh, sind das Wildschweine? Die greifen mich bestimmt an. Ah, ob ich hier jetzt vielleicht irgendwo eine Leiche finden werde? Ich hoffe es jetzt einfach mal nicht. Aber wer weiß das schon so genau.
letzten Folgen hatten viel mit Suchen zu tun. Fliehen und suchen. Ja. Auch beim Fliehen mussten wir suchen. Nämlich nach dem Weg. Und der war nicht immer leicht zu finden. Du Spitze, hast du die Fährte aufgenommen? Oh ja. Ach, Pavlena. Das muss diese Pavlena sein, nach der Marosch sucht. Tod. Ich sollte es ihm sagen. Marosch, wo bist du? Vorne ist er, der Arme. Pavlena, wo bist du? Hier, Marosch. Wegen Pavlena. Ich habe Pavlena gefunden, Marosch. Ich habe sie gefunden. Wirklich? Wo? Warum ist sie nicht bei dir? Sie ist tot. Tut mir leid. Es tut mir leid, sie. Sie ist tot. Sie haben sie wohl erwischt, als sie euch verfolgt haben. Oh nein, nein, nein! Meine Pavlena! Ich hätte besser aufpassen müssen! Sie war doch direkt hinter mir! Wie soll es jetzt nur weitergehen? Flieh und rette wenigstens dich selbst. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wo soll ich denn hin? Nach Thalmberg und sag allen Bescheid. Herr Divisch wird Hilfe schicken. Und danach bestatten wir unsere Liebsten. Ich verspreche es. Na gut. Und was ist mit dir? Ich suche nach weiteren Überlebenden. Hätte ich nur halb so viel Mut wie du, würde Pavlena noch... Oh Gott. Hier, nimm. Vielleicht triffst du jemanden, der die Verbände braucht. Jawohl. Gott sei mit dir. Ich brauche ja Verbände. Sehr gut. Zwei Verbände erhalten. Was habe ich jetzt insgesamt? Drei? Ja, perfekt. So, als nächstes gehen wir zu A, um dann zu C zu gehen und wieder runter zu E. Die Hauptquest ist nämlich meines Erachtens nach hier im Ort. Die machen wir noch nicht. Blöd, wie es klingt, die machen wir noch nicht. A, C, ja, jetzt gehen wir wieder zurück. Hier hoch. Weil wir ihm helfen wollen. Zumindest möchte ich ihm helfen, sagen wir es mal so. Okay, AC. Ach so, nee, wartet. Das nehme ich wieder raus. Könnte sonst nur verwirren. Du hast einen Bienenstock entdeckt, das ist wunderschön. Mit dem möchte ich gerade nicht so viel machen. Marosch, wo willst du jetzt eigentlich hin? Gehen. Ich wollte dich mal gerade eben überholt. Tschüss. Ah, ist diese Töpfer. Was? Töpferfabrik? Wo ich hin muss? Ja, was? Töpferhaus? Haus des Töpfermeisters nach Überlebenden. Vielleicht mal gucken. Vielleicht haben wir ja Glück. C ist direkt hier nebenan. Erstmal mal aus des Töpfermeisters, okay. Also das wäre ein Gelbsack oder so. Wir hätten mitnehmen können. Töpfermeister? Warum in Gottes Namen bist du noch hier? Ich versuche, in mein Haus zu gelangen. Wozu? Du solltest fliehen, wie die anderen. Da drinnen ist Geld und ich werde nicht ohne meine Groschen gehen. Hör zu, vielleicht kannst du mir helfen. Ihr Leute aus der Mühle, ihr wisst doch, wie man so etwas bewerkstelligt.
Willst du damit andeuten, ich wäre eine Diebin? Schimpfst du mich etwa eine Diebin? Komm schon, spiel nicht das Unschuldslamm. Dein Vater ist wahrlich kein Heiliger. Gewiss hat er dir einige seiner Kniffe beigebracht. Mein Vater ist tot. Ach, herrje. Das wusste ich nicht, Mädchen. Tut mir leid. Ja, wenigstens hat er sich entschuldigt. Ich helfe dir, was soll ich machen? Gut. Ich versuche, die Groschen zu holen. Aber ich kann nichts versprechen. Wo sind sie versteckt? Die verfluchte Tür ist einfach zu stabil. Hab Dank. Geh nach links in die Vorratskammer, sobald du im Haus bist. Dort steht ein Sack mit Äpfeln und ganz unten habe ich das Geldsäckel versteckt. Bring es mir dann bitte. Ich Sack passe inzwischen Äpfeln, hier auf. Äpfeln, ganz unten Geldsäckel. Okay. Versuchen wir es mal. Verdammte Tür! Irgendwo hier reinzukommen. Schloss knacken. Sehr leicht. Ja, ne? Ich habe leider keine Dietriche. Was hast du denn gefunden? Ach, ein Nest. Möglicherweise. Na. Toll. No. Bin hier nicht so gut drin, ne? Jetzt aber. Na, Nest. Spinnennetz. Alles klar. Nehmen wir doch mal wieder die Axt in die Hand. Lesen. Spagger. Ja, was hast du denn jetzt hier gefunden? Spitze. Was denn? Ja? Wird mir doch gerade was angezeigt, oder? Irgendwas mit dir machen könnte. Ja, das ist ja alles gut und schön, aber ich habe keinen Dietrich mehr. Und ich weiß nicht, wo ich einen herbekomme, muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Vielleicht habe ich aber auch irgendwas nicht mitgekriegt. Kannst du mir denn nicht irgendwie zurück. Dietrich geben? Hast du denn eigentlich keinen Schlüssel? Warum schließt du die Tür nicht auf? Hast du keinen Schlüssel? Sieht ganz so aus. Ich muss ihn verloren haben. Ich holte Feuerholz aus dem Wald. Und als ich bei der Brücke ankam, sah ich die riesige Armee. Ich ließ alles fallen und rannte heim, so schnell ich konnte. Dabei muss ich den Schlüssel verloren haben. Okay. Wo hast du den Schlüssel verloren? Wo könntest du den Schlüssel verloren haben? Weiß nicht genau. Irgendwo auf dem Pfad vom Wald zurück nach Hause, nachdem ich über die Brücke bin. Ich hatte Feuerholz bei mir, als sie angriffen. Ich ließ alles fallen und floh. Da habe ich wohl den Schlüssel verloren. Okay. Ich muss gehen. Irgendwo zwischen Brücke und hier. Da, wo vielleicht auch noch Feuerholz liegt, ne? Oder so. Brücke ist ja hier. Vielleicht drunter? Nee. Und bitte hoch. So, Spitzer, jetzt kannst du nochmal suchen. Mal sehen, ob du hier etwas erschnüffelst. Such. Ja? Vielleicht einen schönen Schlüssel? Spitzer? Was war da? Kamille. Achso. Okay, Spitze, du erschnüffelst also schon mal nicht. Würde ich jetzt mal so behaupten. Aber es muss ja, er hat gesagt, zwischen Brücke
Und hier zu Hause. So, ja, hier irgendwo auf dem Weg. Doch gar nicht so weit weg. Oder von welchem Wald sprechen wir jetzt? Ich würde ja gerne die Tür einschlagen, ne? Hilft uns auch nicht groß weiter. Oder war das dann vielleicht doch hier das hier? Irgendwo. Was denn da, Spitzer? Hast du da was gesehen? Nee. Ich guck jetzt nochmal weiter hier hinten, auch wenn ich das eigentlich nicht glaube. Das hier. Ah, hier. Ah! Schlüssel des Töpfermeisters. Das könnte der Schlüssel des Töpfers sein. Anstatt da einfach nochmal hinzugehen, das ist doch direkt um die Ecke. Naja. Der liebe Herr Töpfermeister ist ein bisschen faul, glaube ich. Einfach. Aber jetzt, Töpfer, ne? Musst du mal versprechen, dass du abhaust. Hier, bitte. Ich bin zurück. Und? Nee. Ach so. Wie hast du eigentlich überlebt? Wie konntest du überleben? Ich harrte bis zum Morgen auf dem Heuhaufen aus. Die Heiden schnüffelten zwar dort herum, wurden dann aber abgelenkt und rannten zum Dorf. Du solltest fliehen, hier ist es nicht sicher. Du bist hier nicht sicher. Und Tod bringt dir das Geld nichts. Flieh nach Tannenberg, solange du noch kannst. Damit dann meine Ersparnisse geplündert werden? Vergiss es. Okay. Dann schließen wir mal auf. Ich dachte, vielleicht hätte ich es mir unter den Nagel reißen können. Alles klar, aufschließen. Hier noch jemand drinne? Hallo? Erstmal den Rundum-Check machen. Wenn noch jemand ist. Ich werde ihn verjagen. Oder umbringen. Aber ist keiner da. So, kann ich jetzt mit dir reden? Ich bin zurück. Ich muss gehen. Ich habe dein Haus aufgeschlossen. Ach, habe ich die Quest jetzt erfüllt? Such beim Holzfällerlager nach Überlebenden. Okay. Ach, finde Stanislavs Versteck mit den Groschen ist eine Aufgabe jetzt. Okay, das kriegen wir ja wohl hin. Vielleicht hier? Nee, hier gibt's nur Zwiebeln. Hier? Ah! Oh, da war wirklich ein Geldsäckel voller Groschen. Und auch noch ziemlich schwer. Bring Stanislav das Geld. Wie viel ist es denn? Einiges, würde ich jetzt mal so sagen. Aber ich bin eine ehrliche Haut. Das werden wir sehen. Zeig her, was du dabei hast. Ich habe nicht. Los! Jawohl. Erledigt. So muss das sein. Die Groschen sind aber meine. Ich dir geholfen habe. Und den Ring nehme ich auch. Wie den Silberkelch, weil der ist nämlich ein bisschen was wert. Und den Dietrich. So. Und den Ringeblumenaufguss. So. Allmächtiger Gott. An diesem Schreckenstag hätte er gewiss nicht gezögert, uns einfach zu töten. Und das alles für Geld. Manche Menschen sind schlecht. Sie sehen eine Leiche und werden sogleich zu Aaskrähen. Du solltest ihn jetzt nicht bedauern. Er hat es so verdient. Nimm die Groschen. Nimm sie und geh nach Talmberg. Sag ihnen dort, sie sollen Hilfe schicken. Ich suche inzwischen im Dorf nach Überlebenden. In Ordnung. Gib gut auf dich acht, Theresa. So. Okay. Du bist ein Arsch. Hier kann ich nicht. Hätte fast Spitzer getroffen. So.
So, jetzt noch schnell im Holzfällerlager vorbeischauen. Und dann gehen wir erstmal zurück zu dem Holber. Ist der Holber? Und dann gehen wir erst in den Ort rein und gucken. Wir wollen ja alles mehr oder weniger zu 100% erfüllen, denke ich. So, was ist hier passiert? Holzfällerlager. Ist hier noch jemand? Hallo? Hallo? Ist hier unten? Da ist jemand. Wo ist sie? Hallo? Was will der Julian? Julian? Bist du es? Hab keine Angst. Ich bin's. Theresa. Geht es dir gut? Überall. Sie sind überall. Wo ist sie? Wo ist sie? Wenn du fliehst, werden sie dich finden. Also, Julian, schnell, renn weg. Hör zu. Wenn sie wiederkommen und dich finden, bist du tot. Das willst du doch nicht, oder? Nein! Meine Axt! Wo ist sie? Das führt so zu nichts. Wonach suchst du denn? Wo ist was? Ich weiß nicht, was du meinst. Meine Axt! Ja, Axt! Sie sind überall. Ich brauche sie! Oh mein Gott! Okay, ich muss was anderes probieren. Das bringt so nichts. Wie soll ich nur zu dir durchdringen? Die Axt müssen wir für ihn holen, nehme ich jetzt mal an. Nein, nein. Wo ist sie? Bringe Julian dazu zu fliehen. Wollen wir doch mal gucken, Julian, reiß dich zusammen! Vielleicht müssen wir auch mit ihm ein kleines Kämpfchen anfangen, weil er ist ja stärker als wir. Aber vielleicht. Hör mir zu, hör mir gut zu. Sie haben gerade erst meinen kleinen Bruder getötet. Und davor Vater und Stibor. Ich werde jetzt nicht einfach gehen und zulassen, dass noch jemand stirbt. Also reiß dich in Gottes Namen zusammen, sonst setzt es Ohrfeigen, damit du zu Sinnen kommst. Meine Axt. Sie sind überall. Oh. Ohne Axt gehe ich nicht. Du wolltest es so, Julian. Okay. Du musst fliehen. Du musst von hier verschwinden, Julian. Reiß dich zusammen. Nein, sie sind überall. Meine Axt. Was ist denn überhaupt Was geschehen? Was ist hier passiert? Ist sonst noch jemand am Leben? Sie kamen von überall. Überall. Wo ist sie? Wie hast du überlebt? Warst du hier bei all den... bei all den Leichen? Überall. Und du gehörst zu den Holzfällern, ja? Du bist einer der Holzfäller, nicht wahr? Ja, Holzfäller. Wo ist sie? Schnell! Sie sind überall! Julian, du sagst lauter wirre Dinge. Oh, okay. Das muss ich jetzt was anderes so probieren. Wie soll ich nur zu dir durchdringen? Okay. Sie sind überall! Überall! Ich muss doch... Was könnte ich denn anderes bei ihm noch ausprobieren? Ist hier vielleicht irgendwas drin? Nee, hier kann man nur schlafen. Schlafen und speichern. Bitte geh mal weg da, bitte. Danke. Und vielleicht einfach mal hauen? Hallo? Hallo? Besser? Ach, nein, nein! Lass mich! Lass mich in Ruhe! Nur wenn du zur Vernunft kommst. Du musst fliehen, sogleich. Lauf nach Thalmberg. Thalmberg? Ja, nach Thalmberg. Sogleich. Auf geht's. Abflug. Gut, dann sind wir jetzt so weit, dass wir nur noch zurück zu dem verletzten Mann müssen. Da werden wir so schnell wie möglich jetzt hineilen. Und hoffen... der noch lebt. Obwohl, er hat sich ja nur in Anführungsstrichen am Bein was getan. Sollte noch möglich sein.
Das werden wir jetzt hier noch in dieser Folge machen. Ansonsten in der nächsten Folge, denke ich, laufe ich offscreen schon mal in Richtung Haupttor der Stadt. Brauchen wir uns diesen Weg nicht nochmal im Video angucken, weil den kennen wir ja jetzt schon mehrfach. Ich denke, das ist eine ganz gute Idee. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich denke schon. Ach du meine Güte. Eieieiei. Stibo. Du hast dich gewehrt. Ja. Du warst schon immer tapfer. Ich komme wieder und begrabe dich in geweihter Erde. Wie es sein soll. Und der Vater. Vater. Falls du mich hören kannst, es tut mir leid. Unendlich leid. Grüß Mutter heftig. Von mir. Ablegen würde ich gerne. So. Wir gehen jetzt hier hinten rüber. Und laufen in Richtung zu dem Berg, wo wir den Holber oder wie er auch immer noch hieß, gefunden haben. Ob das jetzt der richtige Weg im Endeffekt ist, das weiß ich nicht mehr genau. Aber ich meine, hier dürften wir da hinkommen. Wieder ein Nest entdeckt. Bin mir halt eben auch nicht sicher, wo sich möglicherweise noch Feinde aufhalten könnten. Ich denke mal, es sind keine mehr hier. Aber wenn ich in irgendwen wieder reinlaufe, nachher ist man immer schlauer, ne? Warum ich aber jedoch vorhin so einfach den einen überwältigen konnte in dem Ort, ich denke mal, der ist ein bisschen einfacher gestellt als die auf der Flucht zu den Minen. Oder auch in der letzten Folge den einen, der da patrouilliert ist in der Nacht, aufhalten konnte. Das ist mir noch nicht so ganz sicher klar. Jetzt stehen geblieben, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Warum das so einfach war. Vielleicht hatte ich auch nur Glück, wahrscheinlich sogar. Weil Skill, na, ich weiß ja nicht. Aber wir kommen unserem Ziel jetzt erstmal schon mal näher. Das ist schon mal sehr wichtig. Dann können wir dem Armen da vorne helfen mit Verbänden. So. Lebst du noch? Ja, sieht gut aus. Holba. Ich bin zurück. Wegen der Verbände. Wegen der Verbände. Hab Dank. Ich lege sie fest an. Ich glaube, ich kann jetzt aufstehen. Aber würdest du mir noch bis zur Straße helfen? Na klar. Von dort aus geht es dann leichter. Ich helfe dir. Gehen wir zusammen. Natürlich. Stütz dich ab. Ja, perfekt. Mal ein bisschen geskippt, den Weg. Ab hier schaffe ich es. Aber wohin soll ich gehen? Nach Thalmberg. Wie die anderen. Sag den Menschen dort, was passiert ist. Und hol Hilfe. Mache ich. Ich stehe in deiner Schuld. Und was hast du als nächstes vor? Ich gehe zur Burg, um nachzusehen, ob jemand überlebt hat. Du könntest dich auch in den Häusern nahe Skarlitz oder bei den Minenanlagen umsehen, falls du dich traust. Alle sind an den nächstbesten Ort geflohen, als es losging. Möge Gott dich beschützen, Theresa. Und da habe ich überall schon geguckt, wohlgemerkt. Ach ja, genau. Wir müssten ja erstmal die wieder auswählen, die Quest, und müssten dann in die Richtung gehen. Ich will mal gucken, ob wir hier reinkommen nach Scarlet. Auf jeden Fall den Weg mache ich doch nicht offscreen, weil hier sind wir noch nicht hergelaufen auf der Seite. Dann machen wir das mal zusammen. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst ruhig eine Bewertung da. Wenn nein, lasst auch eine Bewertung da, wie ihr möchtet. Und
Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir hier dieses Spiel spielen. Es macht mir nach wie vor großen Spaß und... Oh, aber den nehmen wir noch mit. Zeit am falschen Ort. Ja? Bin ich das? Das sehen wir dann, mein Freund. Oh, oh. Musst du jetzt weinen? Nein, muss nicht. Los! Du kriegst noch eine drüber. So. Jesus. Ja, ja, Jesus, genau. Groschen, so meine ich jetzt. Eieieiei. Oh, habe ich eine Kopfverletzung? Ganz so aus. Oh ja. Aber wie dem auch sei. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir das Kingdom Come Deliverance hier spielen. Und ich freue mich schon drauf. Bis dahin. Tschüss.